Bühne frei für Mojo. Florian Mayer ist an der Reihe. Der Physiklehrer aus Salzburg. Auch er ist am Radweg gestürzt. Wie so viele. Ins Wasser. Wie so viele. Ja, das war das Hindernis schlechthin. Stage 1. Jetzt also Flo Mayer und mit viel Schwung schmeißt er sich in seinen ganz persönlichen Dschungel. Ja, macht er gut, hat guten Schwung, aber Absprung nicht verpassen. Er wird schaffen, er wird. Mojo findet den Weg aus dem Dschungel und zieht sich jetzt den drei Chaosbällen. Ja. Chaosbälle überhaupt kein Problem. Es schaut sehr sicher aus. Er greift schon über zum ersten Fenster. Und das ist immer der Moment, wo ich auf die Größe und aufs Gewicht schaue. 1,65 und 65 Kilo. Auf die Größe an. Und das ist jetzt schwer. Ja, wow. Aber stark! Wow, und er macht Zeit stark. Ist auch gut. Er macht stark. Der marschiert den Kamin rauf. Ja, den nächsten. Also, er fordert jetzt und schon mal Ello Ebert. Denn er ist bei einer Minute beim Kamin. Knappe 30 Sekunden. Schau, der um da raufzukommen, die braucht er nicht. Die braucht Vorbild. Er nicht. Vorbild. Die Krabbe Sebastian aus Ariel und genauso macht er. Er krabbt sich da hoch. Ja, dann herzlich willkommen mit deiner Stimme. Performance Topzeit. Bestzeit für Florian Mayer. Mojo ist am Camino. Flo, du bist da durchgerast. Die Jungs sind ausgezuckt beim Kommentieren. Der Parcours ist dir irgendwie leichter gefallen als der erste. Auf jeden Fall leichter wie der erste. Es waren nicht so viele Balance. Geschichten dabei und ich bin mir sicher, man muss heute schnell sein, damit man ins Finale kommt. Deswegen habe ich mir gedacht, geben wir gleich ein bisschen Gas.